I think I'm going to press the delete button. Was auf YouTube nur zur Belustigung dient, gewinnt im industriellen Maßstab immer mehr an Bedeutung. Unser Bedarf an seltenen Erden wächst exponentiell. Unter anderem benötigen wir sie für die Produktion von Elektromagneten in allen Größen und Formen. Für Magneten in einer Windkraftanlage werden ungefähr 600 Kilogramm dieser seltenen Erden pro Megawatt benötigt. Der Abbau von seltenen Erden stellt jedoch in den Herkunftsländern eine große Umweltbelastung dar. Ja, heute werden 95% vom Weltmarkt bei seltenen Erden von China kontrolliert. Und was eigentlich noch signifikanter ist, nur 3-6% der Magnete werden tatsächlich in Europa gefertigt. Und was liegt da näher, als die seltenen Erden, die ja eigentlich schon verfügbar sind, zu recyceln und daraus neue Hochleistungsmagnete zu machen? Die vorhandenen Metalle werden getrennt und in chemischen Verfahren weiter separiert. Also der Prozess lebt eigentlich davon, dass das Neodym extrem reaktiv gegen den Wasserstoff ist. So sprengt praktisch der Wasserstoff, indem man Hydrid bildet, dieses Neodym-Eisenbor. Man kriegt ein Pulver, das man direkt wieder verwenden kann. In einem vorgeheizten Knetmischer werden thermoplastische Binderkomponenten aufgeschmolzen und mit dem recycelten hydrierten Magnetpulver vermischt. Die Formgebung der Magneten erfolgt dann auf konventionellen Spritzgussmaschinen im Metallpulver-Spritzgussverfahren. Der Vorteil bei dem Metallpulverspritzgussprozess ist natürlich, dass sie sehr endkonturnah oder endkonturgetreu sind. Das heißt, die müssen nicht mehr erodieren oder schleifen. Und es gibt Magnete, wo bis zu 90% vom Material hinterher weggeschliffen wird und verloren ist. Die beiden letzten Prozessschritte, Entbindern und Sintern, wurden so ausgelegt, dass eine Kohlenstoffaufnahme aus dem Bindersystem durch geeignete Temperatur und Gasführung nahezu vollständig verhindert wird. Ja, also wir erreichen im Moment kurze Tieffeldstärken, die bei 95% vom Neuwert liegen. Aber wenn wir 1-2% zumischen, dann kommen wir wieder auf Neuwerte. Das heißt, wir können wirklich einen geschlossenen Materialkreislauf ohne Qualitätsverlust abbilden. Das europäische Projekt, welches unter der Koordination von OBE umgesetzt wurde, hilft, dass Deutschland und Europa unabhängiger von den Produzenten der seltenen Erden werden und durch weniger Abbau seltener Erden die Umwelt geschont wird. Ja, wir müssen verstehen, dass Elektrogeräte Ressourcen sind und kein Abfall. Und dann wird es uns mittelfristig auch gelingen, in die Kreislaufwirtschaft zu kommen und unsere wertvollen Rohstoffe nicht einfach wegzuschmeißen.